Ich stelle euch mal dahin. Eigentlich will ich mit dem Ghost Dog ein bisschen nach vorne gehen, weil er doch im Endeffekt die stärkere Waffe hat. Geh du mal dahin. Die Map ist auch, finde ich, relativ riesig. Ich denke mal, dass das hier unten irgendwo sein wird. Wird natürlich wieder viel umhergelaufen sein, ja klar. Aber ich würde es auch ungern vorspulen oder ähnlich. Oder irgendwas. Das ist eine Pumpenstation. Oh. Okay. Das ist natürlich ungünstig. So, du mach mal das Ding kaputt. Nein. Einmal fix da rein. Das sind die alten Mammutpanzer. Nimm du mal bitte den. Weil die anderen beiden sind schon... Ach gut, der ist halt schon... Kriegt die halt auch nicht heil, ne? Wenn ich jetzt heilen könnte, also heil machen könnte, wäre es kein Problem. Dann würde ich die ja super gerne mitnehmen. Aber so... ist es halt für mich eher ein bisschen hinderlich. Finde ich. Hm. Na gut, das lassen wir jetzt, wie gesagt, erstmal so. Oh! Ich glaube, da habe ich gerade ein Tor gehört. Heißt, das ist, glaube ich, sogar unser... Ja, das sieht schon mal gut aus. So. Na, geht kaputt. Die Frage ist halt, wie komme ich da jetzt rüber? Ja, genau, das war halt so klar. Ich könnte vielleicht hier rüber irgendwas machen. Ja, er muss jetzt sich erstmal wieder heilen gehen. Das ist jetzt, ne, das dauert jetzt im Moment. Obwohl, die können auch uns da heilen gehen. Ne, geh du dich mal da heilen, ansonsten stirbst du mir gleich noch. Ich denke mal, dass ich hier meine Dingens aufbauen kann, meine Basis. Da komme ich soweit nicht rüber. Hier haben wir Tiberium, einmal grünes, einmal blaues. Das sieht auf jeden Fall relativ okay aus. Da können wir halt runter. Hm. Könnte auch sein, dass wir uns hier aufbauen müssen. Aber ich denke mal, das andere sieht gar nicht mal so unübel aus. So, jetzt kannst du dahin. Wir gehen mal dahin. Ich denke mal, wir werden uns hier hundertprozentig hier irgendwo dann aufbauen müssen. Da oben geht es sowieso nicht weit. Ne, wir sind von da gekommen. Na gut, ich denke mal, dass der Fluss sich weiter nach oben ziehen würde. Ich glaube, der einzige Weg ist halt wirklich hier rüber. Um irgendwas zu machen. Ja, ist gut, dass wir schon mal ein bisschen Not gefunden haben. Als nächstes werde ich dann mal hier rüber gehen. Noch mehr Tiberium. Also das wird wahrscheinlich dann unser Gebiet sein, womit wir uns dann ausstatten müssen, um Not dann hier raus zu prügeln aus dem Bereich. Ja, ich will natürlich jetzt nicht unbedingt irgendwie meine Scharfschützen hier irgendwie riskieren. Ich werde mal zwischendurch speichern. Wir haben relativ viel erkundet schon. Klar, es ist jetzt ein reines Hin- und Hergelaufe. Ja, er braucht noch ein bisschen. Vielleicht komme ich an der Seite vorbei. Vielleicht ist es hier auch noch. Es kann auch hier oben in der Ecke sein. Würde ja auch Sinn machen. Weil man da ja so einen kleinen Stützpunkt hat. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Brücke zum Überqueren. Das ist auch nicht so, so schlecht. Weil einen Ingenieur oder sowas habe ich ja sowieso nicht. Das heißt, ich komme über die Brücke, wo der kleine Posten da steht, ja sowieso nicht weiter. Also muss es ja eine Alternative gehen und die haben wir wahrscheinlich hier sogar gefunden. Gut, vielleicht wenn ich halt direkt hier oben über Norden gegangen wäre, also Nordosten hier oben, wäre vielleicht auch die Möglichkeit da gewesen. Ja. Da haben wir schon mal sehr schön. Verstärkung ist eingetroffen. Sehr schön. 2 Minuten. Da soll ich rein.
Die Frage ist halt, das werden wir jetzt mal kurz mal speichern, Einsatz speichern. Die Frage ist halt, der Mammut ist unterwegs, Einsatz fortsetzen. Das ist einerseits ja okay. Andererseits... Okay, ich darf doch. Verstärkung ist eingetroffen. Neue Baumöglichkeiten. Was soll ich tun? Bereit zum Einsatz. So, ich wollte nämlich gerade sagen. Und da ist unser Mammut MK2. Da ist unsere Superwaffe, nenne ich es jetzt mal, so panzertechnisch. Die hält ordentlich was aus, kann man auch leider nur ein einziges Mal bauen. Einsatz fortsetzen. Das ist halt praktisch wieder. Ja, Mammutpanzer. Wird gebaut. Nee, in jedem C und C-Teil kannst du halt die starken, ganz starken Panzer halt immer mehrfach bauen. Abgeschlossen. Zack. Neue Baumöglichkeiten. Raffinerie. Wird gebaut. Ah, das wäre natürlich cool, wenn ich die übernehmen könnte. Rein theoretisch kann ich die jetzt ja übernehmen. Ich weiß nicht, kann man einen Ingenieur reinschicken, damit man die übernehmen kann? Ich glaube nicht. Hier haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Tiberium. Und das ist interessanterweise durch ein Dingens abgedeckt. Da hat man es ganz gut gehört. Na, sag schnell. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Schattengenerator. So heißt's. So. Tiberium-Raffinerie. Wir warten mal, bis es hier endlich mal in vorangeht. Bau abgeschlossen. So, das Ding ist durch. Neue sehr schön. Dann holen wir uns noch mal ein paar Turbinen. Bau abgeschlossen. Nein, Silo nicht. Noch mal eine Turbine oben drauf. Bau abgeschlossen. Na. Einsatz hier nicht so, möglich. GDI-Kaserne, der fährt doch genau richtig. Sehr schön. Das ist natürlich ein extrem langer Fahrweg. Ich denke mal, das leuchtet ebenfalls grün, dass wir da auch noch ein bisschen was machen können. Neue sofort unsere Waffenfabrik. Das war halt relativ schnell nochmal auf den ein oder anderen Dingens machen kann. Einsatz speichern. Ich speichere jetzt aus dem Grund. Ich möchte nämlich ein bisschen schneller hier den ganzen Kram haben. Es kam ja als Kommentar hier, pass auf. Base Building war ein bisschen langweilig. Das kann ich einerseits auch verstehen, aber ich will es halt nicht rausschneiden. Deswegen spulen wir es mal ein bisschen vor. So. Sammler okay. Angegriffen. Gut. Einsatz wiederholen. Jawohl. So viel dazu. Vorspulen bis einem bestimmten Punkt. Funktioniert. Gefechtskontrolle. Okay, aber dann muss ich es trotzdem so ein bisschen abwarten. Einsatzladen. Okay, interessant, interessant. Schade. Das heißt, wir müssen doch ein bisschen warten. Und ich muss. Mit den Juggernauts, die ich hab, beziehungsweise mit den Titans, ja, sind ja Titans, direkt erstmal hoch und von da aus ein bisschen was machen. Ich muss auch ein bisschen mehr Base-Building auf jeden Fall betreiben mit Betonplatten und sowas. Nicht, dass mir, weil man hat auch kurzzeitig gesehen, dass man mit den Flammenpanzern da genervt hat, dass wir auch da ein bisschen aufpassen. Bau abgeschlossen. Wir brauchen Silos. So. Neue Baumöglichkeiten. Zack, zack. Es geht ja trotzdem bis einem bestimmten Punkt gut. Und ab hier muss ich leider wieder die Geschwindigkeit verringern. Einsatz speichern. Bis jetzt ist ja noch nichts kaputt gegangen oder ähnliches. Einsatz, jo. Jo, jo, jo. Und Einsatz fortsetzen. Zack, ihr fahrt dahin. Als nächstes brauche ich eine Funk- und Radarsetzzentrale. Das sollte eigentlich so passen. Wird gebaut. Das Ding brechen wir ab. Ich will einen Amphibienpanzer haben. 1, 2, 3, 4, 5. Weil die sollen da nämlich in den Amphibien-Ding rein. Weil dann sind die nämlich geschützt. Weil sofern die kaputt gehen, bin ich halt am Arsch. Die kommen, das ist jetzt nicht so problematisch. Für mich ist halt eher die Dingens problematisch. Die Artillerie. Und die Leute. So. Das ist das Gute. Dann brauchen wir auch noch gleich mal einen Basisturm. Ja, bis jetzt gar nicht mal so unübel. Ist okay, kann man definitiv mit leben. Aber interessant, dass die mich damit auch nerven werden.
Das Ding ist abgestürzt. Sehr schön. Und ihr geht jetzt alle... alle da rein. So, das ist kein Problem. So, zack, zack, zack. Weil dann sind die nämlich schon mal safe. Dann brauchen wir normalerweise wirklich eine Funk- und Radarzentrale. Die wollen mich halt echt natzen, ne? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Da hat man mal gesehen, was das Ding kann. Das Problem ist, dass der, ja... das, was der kann, extrem gut kann und nämlich Sachen kaputt machen. Also da muss man ja höllisch aufpassen, nicht, dass er... nicht, dass das irgendwie meine eigenen Sachen da noch kaputt gehen. Normalerweise müsste ich hier ein paar Betonplatten hinsetzen. Hier, am liebsten würde ich halt hier Mauer ziehen, Tor, alles mit Betonplatten zupflastern und fertig. Wir haben drei Sammler, die gehen auch gerade alles auf blaues Tiberium. Das heißt, die kann sehr, sehr gut produzieren, was für mich nicht so unübel ist. Schwebepanzer, mobile Einheit, Werkstatt, Heliport, EMS. Okay. Wird gebaut. Das heißt, ich bekomme hier keine Disruptor oder wie? Okay. Schade eigentlich. Bau abgeschlossen. Oder habe ich irgendwas vergessen zu bauen? Nee, eigentlich nicht, ne? Bau abgeschlossen. Eigentlich nicht. Wird gebaut. EMS, Heliport, Werkstatt. Betonplatte. Nö, eigentlich. Eigentlich habe ich nichts vergessen, aber das finde ich halt trotzdem sehr interessant, dass es halt dann doch so ekelhaft wird. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, was wir überhaupt an sich kriegen an Sachen, aber ich werde wahrscheinlich dann kommen. Wir bauen hier ein paar davon. Heliport, EMS, das bringt mir nichts. Davon kann ich nochmal was bauen. Zentrale ist funktioniert, das haben wir ja. Vulkankanone. Flugabwehr. Wird gebaut. Silos brauchen wir an sich nicht. Meine Panzer müssen Einheit halt nur ein bisschen schneller bauen. Bau abgeschlossen. Wird so gebaut. Zack. Bau abgeschlossen. Ich werde mal ein bisschen auch wirklich auf bereinigtes Basebuilding gehen. Bau abgeschlossen. Dass wir hier ein paar wird Betonplatten gebaut. So grob Bau zumindest verteilen. Abgeschlossen. Wird gebaut. Dass sie halt nicht direkt irgendwie an meinen Bauhof hochkommen. Bau so. Ich kann es auch nicht so instant so schön einkleiden, wie ich es eigentlich haben möchte. Das muss man auch dazu sagen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. So. Ist okay, aber normalerweise müsste ich halt wirklich hier eine Grenze ziehen. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Schade, dass ich die Disruptor halt nicht bekomme. Das ist gerade echt ein bisschen nervig. Heliport brauche ich nicht. Obwohl, ein Heliport mit einem Orca mal so drüber fliegen könnte auch eine Möglichkeit sein, ne? Werkstatt an sich auch nicht. Ja, Betonplatte, Tor. Einheit bereit. Gute Frage. Was macht man jetzt am besten? Die haben da nichts. Da können wir rüber. Hier können wir rüber. Beziehungsweise da müssen wir wahrscheinlich sogar rüber und das dann von oben angreifen. Ist der mobilen Sensorturm werde ich noch mitnehmen. Na gut, eine Flugabwehr ist ein bisschen mager. Komm, wir gehen noch mal auf eine weiteren.